Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist der Ton noch mal ein bisschen anders als sonst, weil mein Mikro leider leer ist und es ist Sonntag und ich habe keine Batterien im Haus. Also jedenfalls nicht die, die mein Mikro gerne hätte. Auf jeden Fall gibt es heute eine Rezension von mir. Nämlich zu dem Buch Dark Summer Day von Crystal May aus dem Federherz Verlag. Dieses Buch ist eine separate Geschichte, in der es um Lev geht. So viel schon mal dazu. Ich habe euch ja schon Dark Summer Nights und Dark Summer Dreams und Dark Summer Love, glaube ich, vorgestellt. Da geht es ja um Nikolai und die Protagonistin. Und unser Lev ist halt der Bruder von Nikolai, der halt auch in den Büchern zwar schon vorkommt, aber dort halt jetzt keine primäre Rolle spielt. Und ja, in Dark Summer Days geht es halt um seine eigene Geschichte und um die Protagonistin Julie. Genau, Julie ist ein Escort-Girl und ja, um sich, sag ich jetzt mal, quasi zu verbessern, geht sie dann halt zu Lev, wo sie halt ein bisschen was lernen soll. Aber ja, genau, sie reist dann zu ihm und irgendwie mit den beiden, das klappt nicht so ganz, wie es sollte. Und ja, das ist so ganz, ganz grob der Handlungsverlauf. Ich muss sagen, ich mochte die Geschichte wirklich sehr gerne. Ich mochte Lev als Charakter echt total. Das Buch wird auch aus beiden Sichten geschrieben. Also wir lesen die Perspektive sowohl von Julie als auch von Lev. Und ich fand die Perspektive von Lev, die fand ich einfach immer so, so gut. Also die hat mir so gut gefallen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe es absolut geliebt. Und Julie fand ich auch echt cool, aber ich muss sagen, die war mir manchmal so, die war mir ein bisschen zu hin und her. Es war allgemein ein ziemliches Hin und Her zwischen den beiden Protagonisten, aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass sie der Auslöser dafür ist oder, ja, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, ob ich nicht richtig mit ihr warm geworden bin, obwohl ich sie nicht so schlimm fand, dass ich jetzt gesagt hätte, ich mag sie nicht. Aber irgendwie ging sie mir teilweise schon auf die Nerven und Lev mochte ich echt gerne. Und ja, die beiden sind halt auf ihre Art und Weise echt cool miteinander. Man muss dazu sagen, es ist ein Dark Romance Buch und das spiegelt sich natürlich auch in denen ihrer Geschichte wider. Es ist kein romantisches irgendwas, wo irgendwelche Liebesbekundungen stattfinden. Das ist hier wirklich, oh Gott, sehr oberflächlich, sag ich jetzt einfach mal. Aber es passt halt wirklich gut zur Geschichte und ja, der Federherz Verlag empfiehlt übrigens, die Geschichte von Lev nach dem ersten Band von Nikolai zu lesen. Ich kann euch hier jetzt gleich mal die Reihenfolge der Bücher so einsortiert hinschreiben, damit ihr wisst, was ich meine. Und genau, weil es spielt halt parallel zueinander. Man spoilert sich jetzt eigentlich überhaupt nicht zu irgendwas. Wenn man vorher die anderen Bücher gelesen hat, habe ich ja auch so gemacht, weil die sind auch erst so erschienen. Aber wie gesagt, ist halt so eine Leseempfehlung vom Verlag aus. Und ja, ich mochte den Schreibstil echt, echt gerne. Es ist so, das Buch ist übrigens diesmal kein Kurzroman, es ist ein längeres Buch. Und ich bin aber auch hier wieder so durch die Seiten gerutscht. Ich glaube, ich habe das innerhalb von 1-2 Stunden durchgelesen, weil das einfach auch so ein bisschen Suchtpotenzial hat und Suchtfaktor. Und ja, wie gesagt, es ist im Dark Romance Genre angesiedelt, also für all jene, die es nicht mögen, also das Genre an sich, wird das Buch wahrscheinlich nicht sein, aber für alle anderen denke ich, dass das auf jeden Fall was Tolles für zwischendurch ist. Das ist jetzt kein Buch, wo ich sage, wow, Lese-Highlight schlechthin. Da habe ich auf jeden Fall schon, sag ich mal, bessere Dark Romance Bücher gelesen, aber es war auf jeden Fall auch kein Flop. Ich habe auch schon definitiv sehr viel schlechtere gelesen. Es war auf jeden Fall richtig cool so für zwischendurch, wenn man mal sowas locker leichtes. Ich habe das nach der Arbeit tatsächlich gelesen, wo ich auch keine Lust habe auf irgendwas mega, mega anspruchsvolles. Und das ist echt toll für zwischendurch. Man kann mega abschalten. Also ich jedenfalls. ich habe super gut in die Geschichte reingefunden. Ich konnte, ja, Lev mochte ich echt gerne. Julie, ja, wie gesagt, die war mir manchmal so, ich bin mir nicht sicher. Also, sie ist so eine Protagonistin, die ist für mich so, ja, so unscheinbar irgendwie. Ich weiß nicht so recht, wo ich sie einordnen soll, ob sie mir gefällt oder ob sie mir nicht gefällt.
Ich weiß es nicht, aber ich bin von Left sehr begeistert. So viel kann ich sagen. Und ja, ich muss tatsächlich sagen, ich war sehr unglücklich mit dem Ende. Also nicht, weil das Ende schlecht war, im Gegenteil, es war ein gutes Ende. Aber ich war so unglücklich damit, weil es schon vorbei war. Und ich hätte irgendwie gerne noch viel, viel mehr von den beiden gelesen und die beiden noch auf eine längere Reise begleitet. Mir war es irgendwie doch ein bisschen zu kurz, obwohl es eigentlich ein Buch in Normallänge ist, sag ich jetzt mal. Mir war es zu kurz, ich hätte gerne noch mehr von den beiden gehabt. Vielleicht lag es auch wirklich daran, weil ich Lev so gerne mochte. Wer weiß es schon. Naja, das soll es gewesen sein mit meiner kurzen, knackigen Rezension. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon was aus dem Federherz Verlag gelesen habt. Und ja, wenn nicht, dann solltet ihr das dringend nachholen, vor allem wenn ihr Dark Romance Fans seid. Oder vielleicht welche werden möchtet. Der Federherz Verlag ist auf jeden Fall ganz, ganz toll und da gibt es auch viele tolle Ansprechpartner. Und genau. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!